Beamter in der Früh in sein Büro kommt, will er seine Ruhe haben, die braucht er. Heute, da sich oft gewesen, lass dich wieder fahren. Ruhe! Sie, Herr von Nummer 12, Sie sind hier nicht in der Oper. Sie sind in einem seriösen Lokal. Hier wird nicht gesungen, hier wird gebrummt. Erst ein Täubchen, dann ein Schwan, das muss ein Vogelhändler sein. So. Jetzt fangen wir zum Arbeiten an. So. Jawohl. So. Kinder, wie die Zeit vergeht. Brauche ich nicht mehr. Guten Morgen. Guten Morgen. Das war der Slivovitz. Gut, dass ich daran denke. Sing mit mir, sing mit mir, sing. Nein, ich singe nicht mit dir. Ich bin böse. Trinke bitte, trinke schnell. Ah, das ist was anderes. Ruhig. Ich trinke aber nicht schnell, ich bin ja nicht blöd. Langsam. Ganz langsam, aber regelmäßig. Das ist ein Ton. Also dieser Ton füllt meine Seele aus. Und jetzt muss ich den Slivovitz auch noch reinkriegen. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Also, so ein Slivovitz macht ganz einen anderen Menschen aus mir. Ja, aber warum soll der andere Mensch nicht auch einen Slivovitz haben? Ich bin nicht so, ich vergönne jeden etwas, der Host sagt ja, so ist. Herrlich. Das ist ein Betriebsklima. Mögen Sie lachen? Ja, der singt ja das hier in Deutsch. Ja, der traut sich draus, mein Lieber. Das Bild, das ist bezaubernd schön. Das ist ein Schmeichler. Dabei habe ich ihm gar kein Foto geschickt. Sieh her, wenn Sie hier noch einmal singen, dann fliegt von da nicht hinaus. Ah, davor hat er eine Angst. Der Sängerknabe, der Verpotzte. Aber ich wette mit mir und den Slivovitz, der fängt ja wieder zum Singen an, bis ich. Jetzt so hilf mir halt ein bisschen. Ja, nee, das so. Also jetzt geniere ich mich vor Ihnen. Nicht so her, ist aber schwerer so. Bis ich bis drei zähle. Ob wir schauen. Eins, zwei, zwei, halber drei. Der wird mich doch nicht verdursten lassen. Drei, viertel, drei. Slivovitz ist weg, jetzt fahren wir zum Arbeiten an. So, meine Liebe. So, dann. Olbe, bitte, Herr Gefangener, könnten Sie mir nicht von innen aufsperren? Ich habe nämlich die verkehrten Schlüssel mit. Nein, bleiben Sie ruhig sitzen.
Es ist eh offen, wie in Stadelheim.